Ja, hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des 17. Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, fangen wir an mit den Spielen am Freitagabend, und zwar haben da gespielt Mainz gegen Bayern München, und die Bayern feiern einen doch knappen und etwas glücklichen 2:1 Auswärtssieg bei den Mainzern, die ja eigentlich sehr gut gespielt haben, sind auch in der 21. Minute durch Soto in Führung gegangen. Nach einem Ballverlust von Højbjerg kommt Gais an den Ball, spielt er schön auf Okazaki, der auf der rechten Seite da frei ist, mit einer flachen Hereingabe, und Soto steht am langen Pfosten und schießt den Ball durch die Beine von Neuer. Sieht man auch nicht oft, ja, dass er da getunnelt wird, und somit die Führung für die Mainzer, die aber nicht lange hält, denn schon in der 24. Minute kommt der Ausgleich durch Bastian Schweinsteiger, ein direkter Freistoß, wunderschön über die Mauer gezirkelt, genau ins Kreuzeck, keine Chance für Karius. Ja, ansonsten war nicht wirklich viel los in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit hatten dann die Mainzer eine sehr gute Chance. Co. mit einem schönen langen Ball auf Malli, der alleine vor Torhüter Neuer, aber scheitert an ihm, beziehungsweise Neuer mit einer starken Parade. Ja, die Bayern hatten dann auch eine gute Möglichkeit nach einer Freistoßflanke von Robben. Ja, kommt Karius aus dem Tor, klärt mit den Fäusten, aber genau auf Højbjerg, und Højbjerg nimmt den Ball direkt, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Ja, und es dauert eigentlich dann bis zur 90. Minute, ehe die Bayern dann doch den Sieg fixieren können, und das Tor fällt durch Robben. Und das Tor war auch nicht rausgespielt, sondern das war auch ein Ballverlust von den Mainzern. Ribéry kommt da an den Ball, spielt auf Bernat, der auf der linken Seite frei steht. Dann eine Flanke in den Strafraum. Zuerst geht Müller zum Ball hin, lässt ihn aber durch. Ja, und Robben steht am langen Pfosten und braucht nur mehr einzuschießen zum ja doch etwas glücklichen 2:1 Auswärtssieg. Ja, die Mainzer haben wirklich sehr gut mitgespielt, haben ein gutes Spiel geliefert. Ja, aber am Ende stehen sie leider mit leeren Händen da. War natürlich bitter aus Mainzer Sicht, und für die Bayern, ja, ein glücklicher Sieg, aber am Ende haben sie die 3 Punkte wieder geholt. Das nennt man auch Effizienz. Ich denke, das sollte man auch respektieren. Ja, und deswegen hier, ja, 3 Punkte auswärts bei den Mainzern für die Bayern. Ja, kommen wir zu den Spielen dann am Samstag um 15:30 Uhr, und zwar haben da gespielt Schalke gegen den HSV, und das Spiel endet mit 0:0 unentschieden. Ja, die Schalker hatten die erste Möglichkeit nach einer Ecke von Barnetta. Von der linken Seite kommt über das an den Kopfball, verlängert auf Huntelaar, und Huntelaar setzt den Kopfball dann an die Latte. Dann wenig später eine Flanke von Fuchs von der linken Seite, und Barnetta mit dem Flug Kopfball, aber der fällt zu zentral aus, deswegen ja keine Probleme für Drobny. Ja, und dann wieder eine Freistoßflanke von Barnetta, und der Hamburger Giroud verlängert da unabsichtlich mit dem Kopf auf Huntelaar, und Huntelaar verpasst da am langen Eck den Ball. Wäre eine gute ja, Tormöglichkeit gewesen. Dann ein sehr starker Antritt von Choupo-Moting über das halbe Feld, ja, mit einem Schuss außerhalb des Strafraums, der nur knapp vorbeigeht. Ja, die Hamburger, die erste Chance der Hamburger hatte dann, ja, Jiříček, die Vorarbeit mit von Rudnes auf der rechten Seite mit einem schönen Querpass, aber der Pass war ein bisschen zu weit. Deswegen kommt der Jiříček nicht mehr richtig an den Ball und setzt den Ball dann neben das Tor. Ja, es gab dann noch eine Freistoßflanke der Schalker dann, wo Höwedes an den Kopfball kommt, wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen. Und dann ein Konter der Hamburger. Müller spielt da auf Rudnes, der da sehr gut frei steht, aber sein Schuss geht dann doch neben das Tor, doch stark verzogen. Ja, dann in der zweiten Halbzeit, ja, auch die Schalke wieder offensiv, wieder Choupo-Moting mit einem schönen Dribbling in den Strafraum, aber schießt da aus spitzen Winkel, aber scheitert dann an Drobny. Man muss sagen, die Hamburger waren dann in der zweiten Halbzeit um einiges stärker. Nach einer flachen Hereingabe dann von der rechten Seite versucht der Schalker Eihan zu klären, aber spielt den Ball genau zu Holtby, und ja, sein flacher Schuss ja, geht ins Eck, aber Fährmann kann das sehr gut parieren. Ja, dann nach einer Ecke von der rechten Seite von Holtby kommen da, ja, Bechrami und Giroud verpassen da nur knapp den Ball. Beide waren da sicherlich überrascht, dass sie da so frei standen. Ja, dann gab es eine strittige Aktion im Hamburger Strafraum. Uchida kommt da zu Fall nach einem Zweikampf mit Kleber. Muss sagen, ja, der Arm war leicht raus, aber ich denke, ja, richtige Entscheidung, dass der Schiedsrichter da weiterspielen hat lassen, war meiner Meinung nach kein Foulspiel.
Ja, und dann gab es noch eine gute Chance, Jiříček von der linken Seite mit der Hereingabe auf Guaida, aber ja, Fährmann kann den Schuss parieren. Ja, dann gab es noch einen starken Weitschuss von Choupo-Moting, den Drobny sehr gut parieren kann. Und nach einer Ecke dann von Aogo, ja, Drobny mit einem Fehler, Kletter auf Neustädter, aber der Schuss von Neustädter geht dann an den Pfosten und ja, somit endet das Spiel mit 0 zu 0. Ja, insgesamt, ja, muss man sagen, die Schalker waren sicherlich die bessere Mannschaft, hatten da einige Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit, aber die Hamburger haben dann, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit sich auch gesteigert, haben da richtig gut dagegen gekämpft und ja, man muss sagen, die Hamburger haben da wirklich dieses Unentschieden sich erkämpft, vor allem defensiv haben sie doch relativ gut gestanden, auch Torhüter Drobny war sicherlich sehr stark und konnte hier einen wichtigen Punkt bei Schalke da festhalten. Ja, dann gehen wir weiter zu Leverkusen gegen Frankfurt. Das Spiel endet mit 1 zu 1 unentschieden. Ja, die Frankfurter hatten die erste Chance, ein direkter Freistoß von Seferovic, der aber über das Tor geht. Ja, dann eine sehr gute Chance, Inoue mit einer Flanke von der linken Seite auf Seferovic, der legt mit dem Kopf ab auf Meier, aber der Schuss von Meier wird dann von Toprak gerade noch auf der Linie geklärt. Ja, und dann gab es dann auch Elfmeter für die Frankfurter. Inoue wird von Jedwai im Strafraum gefoult. Ja, klare Entscheidung, Jedwai kommt da zu spät und ja, kann hier nur per Foul Inoue stoppen. Und ja, Meier tritt an in der 37. Minute, sein 13. Saisontor links halb hoch geschossen. Leno errät zwar die Ecke, aber der Ball war zu scharf und zu präzise geschossen und damit die Führung, die nicht mal unverdient war für die Frankfurter. Ja, in der zweiten Halbzeit haben dann die Leverkusen etwas stärker gespielt. Nach einer Ecke, ja, kommt der Son an den Ball, verzieht aber den Schuss und der Ball geht dann neben das Tor. Ja, dann hatten die Frankfurter wieder eine gute Chance. Udschipka mit einem schönen Dribbling in den Strafraum, lässt dann noch einen Verteidiger aussteigen, schießt dann aber, der Schuss fällt aber zu zentral aus, deswegen keine Probleme für Bernd Leno. Ja, dann eine strittige Aktion im Strafraum von den Frankfurtern. Kießling wird da von Inoue im Strafraum, ja, am Trikot gehalten, fällt da zu Boden. Ja, ist strittige Entscheidung, kann man sicherlich geben. Aber der Schiedsrichter hat in diesem Fall weiterspielen lassen. Ja, die Leverkusener haben dann schon auf den Ausgleich gedrückt, aber es dauerte bis zur 83. Minute, bis dann der Ausgleich fällt durch Bellarabi, sein 8. Saisontor und der Fehler, dem Tor ist ein Fehler von Medojevic vorausgegangen, der kurz zuvor eingewechselt wurde. Ja, und Bellarabi kommt an den Ball, sein Schuss auf die kurze Ecke geht dann ins Tor hinein. Ja, war sicherlich nicht unhaltbar, muss ich auch sagen. Ja, und es war eigentlich der erste Schuss der Leverkusener, der direkt aufs Tor kommt und ja, der geht genau rein. Ja, die Leverkusen hatten dann noch einige gute Chancen, eine Freistoßflanke in den Strafraum dann von den Frankfurtern. Da gab es dann ein Getümmel, wo die Frankfurter gerade noch klären können. Da hatten sie Glück. Dann ja, Julian Brandt mit einer sehr guten Hereingabe von der linken Seite und Kießling kommt aus kurzer Distanz an den Ball, aber setzt den Ball am linken Eck vorbei und dann noch die Riesenchance ja, zum Siegtreffer Spahic mit einem schönen Pass auf Brandt. Der steht alleine vor Hildebrandt und Hildebrandt kann da parieren, aber ja, im Nachhinein in der Zeitlupe sieht man, da hätte er auch querspielen können. Da ist ein Leverkusener mitgelaufen, der wäre komplett frei gewesen. Und ja, das wäre der Sieg gewesen. Aber am Ende denke ich, das Unentschieden geht auf alle Fälle in Ordnung. Denn ja, die Frankfurter waren in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut. Und die Leverkusener haben sich dann gesteigert. Und ja, deswegen denke ich, das ist auf alle Fälle ein gerechtes Remis hier. Ja, dann kommen wir zum Spiel zu Augsburg gegen Gladbach und die Augsburger gewinnen das Spiel mit 2 zu 1, aber das Spiel fängt sehr gut an für die Gladbacher, denn es gab schon sehr früh einen Elfmeter. Ja, nach einer Ecke von Gladbach nimmt da Carlsen Bracker unverständlicherweise den Ball mit der Hand, hat die Hand ganz klar oben, berührt da den Ball und deswegen Elfmeter für die Gladbacher. Max Kruse tritt an in der zweiten Minute und macht sein 7. Saisontor. Es war dies das früheste Elfmetertor in der laufenden Saison und trifft ganz sicher flach in das rechte Eck. Alexander Manninger war da in der falschen Ecke. Ja, dann hatten die Gladbacher noch eine Riesenchance. Kruse mit einer flachen Hereingabe von der linken Seite und Rogota steht da am langen Pfosten relativ frei, aber Baba ist da gerade noch mit der Fußspitze an den Ball und kann da noch gerade noch klären. Das wäre vielleicht sogar das 2 zu 0 gewesen dann für die Gladbacher. Ja, und dann in der 20. Minute kamen dann die Augsburger auf einmal zum Ausgleich durch Vollner, sein allererstes Saisontor.
Eine Flanke von der rechten Seite durch S2 in Altintop kommt an den Ball, will den Ball direkt annehmen, trifft ihn aber nicht richtig und deswegen ja, kommt der Ball glücklich zu Vollner und Vollner schießt und macht somit den Ausgleich zum 1:1. Ja, dann wieder eine Riesenchance der Gladbacher, eine Freistoßflanke in den Strafraum. Brauers kommt auch plötzlich aus 5 Metern frei zum Schuss, aber er scheitert an Manninger, der hier sehr gut parieren kann. Ja, und dann kam der Ex-Augsburger Hahn über die rechte Seite mit einem guten Schuss aus einem spitzen Winkel, aber der Ball geht ans Außennetz. Ja, und die Augsburger hatten dann noch eine Möglichkeit kurz vor der Pause. Baba ist da über die linke Seite aufgerückt mit einer flachen Reingabe auf Kajubi. Aber Brauers und Sommer klären da gerade noch in höchster Not. Ja, so geht's dann in die zweite Halbzeit. Ja, da hatten auch die Gladbacher wieder eine gute Chance. Nach einer Flanke von der linken Seite nimmt Hahn den Ball direkt. Aber Manning auch da wieder mit einer sehr guten Parade und dann quasi im Gegenzug die Führung für die Augsburger in der 51. Minute durch Bobadilla, sein viertes Saisontor. Ja, Bayer spielt da einen Ball Richtung Eswein und ja, dann ein Fehler von Janschke, der da unter dem Ball durchtaucht, hätte da klären können, aber Eswein ist dann komplett frei auf der rechten Seite, spielt den Ball quer auf Bobadilla, der in der Mitte völlig frei steht und er schiebt ein zum 2:1 für die Augsburger. Ja, dann gab es einige sehr gute Möglichkeiten der Augsburger noch, ein sehr guter flacher Weitschuss von Eswein, den Sommer sehr gut parieren kann. Ja, und dann wenig später auch Eswein mit einer guten Aktion setzt sich dagegen Dominguez auf der rechten Seite durch mit einer flachen Hereingabe. Dann und ja, Hahn macht da fast ein Eigentor. Der Ball kommt zu Hahn, will klären und ja, macht fast ein Eigentor. Sommer kann da gerade noch parieren. Ja, auch die Gladbacher hatten noch einige gute Chancen. Einen Schuss von Hazard aus spitzen Winkel, den Manninger sehr gut parieren kann. Ja, dann hatten die Augsburger wieder eine gute Möglichkeit, eine Flanke von der rechten Seite, ein Fehler von Korb, der den Ball genau auf Bobadilla köpft. Aber der Schuss von Bobadilla geht dann ans Außennetz. Ja, dann gab es dann noch einen sehr guten Weitschuss von Dominguez, den Manninger mit einer sehr guten Parade ja, abwehren kann. Und die letzte Chance hatten auch noch die Gladbacher. Hazard spielt da Traoré auf der rechten Seite an. Traoré spielt wieder zurück auf Hazard. Aber der Schuss von Hazard wird dann noch gerade noch von Verheck geblockt. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, und so gewinnen die Augsburger ein wirklich sehr gutes Spiel, muss man sagen. Mit 2:1. Es war wirklich ein klasse Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Beide sehr offensiv eingestellt. Ja, ich denke, das Spiel war doch relativ ausgeglichen. Deswegen ein Remis wäre wahrscheinlich gerecht gewesen. Insofern ein bisschen ein glücklicher Sieg für die Augsburger, aber trotzdem, ja, Lob an beide Mannschaften für ein wirklich sehr gutes Fußballspiel. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel und zwar zu Bremen gegen Dortmund und die Bremer feiern einen 2:1 Heimsieg. Ja, das Spiel fing sehr gut an, schon nach 3 Minuten das 1:0 durch Selke, sein viertes Saisontor. Ja, schöner Pass auf Selke. Man muss sagen, Hummels passte nicht auf, er rückt auf und lässt da durch Selke allein und Selke mit einem sehr schönen Abschluss, ein Schlenzer in das rechte Eck, keine Chance für Langerak. Ja, die Dortmunder nicht sehr gut gestartet. Es gab dann einen Fehler von Gündogan, wo Lorenzen dann an den Ball kommt. Er spielt Hummels sehr gut aus, aber der Schuss geht dann doch neben das Tor. Ja, dann eine Ecke von Junuzovic von der rechten Seite, der flach in die Mitte gespielt wird. Und aber der Schuss von Bartels wird gerade noch abgeblockt. Wäre sicherlich sehr gefährlich gewesen. Und dann wieder Lorenzen, der über die rechte Seite kommt. Ja. Schießt da, aber der Ball geht dann auch am Tor vorbei. Ja, dann. Die erste Möglichkeit der Dortmunder hatte Schmelzer, der aus relativ spitzen Winkel dann doch über das Tor steht. Ja, und dann wieder eine Riesenchance für die Bremer. Bartels mit einem schönen Pass auf Lorenzen. Lorenzen völlig frei, läuft da alleine auf Langerak zu, aber Langerak kommt raus und rettet. Und ja, wichtige Rettungstat hier von Langerak. Ja. Und ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit, wo die Dortmunder dann ja schon auf alle Fälle besser wurden. Ja, Immobile mit einem Pass auf Piszczek auf der rechten Seite. Piszczek will eigentlich flanken, aber die Flanke wird noch gefährlich abgefälscht von Garcia. Ja, und geht nur knapp vorbei. Ja, dann gab es eine Flanke von Aubameyang von der rechten Seite und Kagawa steht da völlig frei im Strafraum, aber sein Kopfball geht dann doch deutlich daneben. Er war sicherlich überrascht, dass er so frei stand. Ja, und quasi in dieser Druckphase der Dortmunder kam das dann das 2:0 für die Bremer durch Bartels.
sein viertes Saisontor und ja, das Tor ist ja sehr schön herausgespielt. Wieder von Selke spielt der Hummels auf der rechten Seite aus und mit einer flachen Hereingabe ja, spielt den Ball auf Bartels und er braucht nur einzuschieben. Ja, Gegenspieler von Bartels, Piszczek, passt er nicht auf, lässt ihn da laufen und somit das 2:0 für die Bremer. Ja, dann noch eine gute Chance der Bremer gab es dann noch. Bartels mit einer Flanke von der rechten Seite, Selke mit einer Direktabnahme, aber die dann doch vorbeigeht. Ja, und dann kam dann noch der Anschlusstreffer der Dortmunder durch Hummels in der 69. Minute nach einer Ecke von Gündogan von der linken Seite. Ist der Hummels frei mit einem Kopfball, setzt sich dagegen Gebre Selassie durch. Ja, macht er den Anschlusstreffer für die Dortmunder. Ja, und dann kamen die Dortmunder noch einmal, ja, hatten dann noch eine gute Möglichkeit. Großkreuz spielte den Ball in den Strafraum. Kagawa kommt an den Ball, aber sein Schuss geht dann doch deutlich drüber. Ja, und dann noch eine Riesenchance für die Bremer. Fritz mit einem Pass auf Bartels und Bartels schießt, aber der Ball geht an den Pfosten. Und ja, dann gab es noch einen guten Konter der Bremer über Selke, der über die linke Seite kommt mit einem Querpass auf Fritz, aber der Ball geht dann doch über das Tor. Ja, und am Ende muss man sagen, doch ein verdienter Sieg für die Bremer, die deutlich besser waren, hatten mehr Chancen und ja, Dortmund, obwohl sie wieder auch teilweise bemüht waren, ja, nicht sehr gut gespielt, vor allem ja, Mats Hummels trotz des Tores, was er erzielt hat, keine gute Leistung von ihm, hat bei den Gegentoren nicht gut ausgesehen. Ja, und jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwer für die Dortmunder, sind wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Und ja, das wird sicherlich nicht leicht in der Rückrunde für die Dortmunder und für die Bremer natürlich ganz, ganz, ganz wichtige 3 Punkte gegen den Abstieg. Ja, gehen wir weiter dann zu Stuttgart gegen Paderborn. Auch dieses Spiel endet mit 0:0 unentschieden. Und ja, bei den Stuttgartern hat Didavi nach langer Verletzungspause wieder ein Comeback gefeiert. Ja, die Stuttgarter waren vor allem in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft. Ja, die erste Chance hatte Klein, der über die rechte Seite kommt, mit einer Hereingabe auf Werner, der mit einer guten Schussposition, aber er setzt dann den Ball doch neben das Tor. Ja, dann war immer wieder Didavi gefährlich involviert. Ein Weitschuss, der nur knapp vorbeigeht. Dann ein direkter Freistoß von Didavi, den er aber zu zentral ansetzt. Und ja, Torhüter Kruse hat da keine Probleme. Die erste Chance der Paderborner hatte dann Stoppelkamp, der einen schönen Doppelpass mit Rupp spielt, aber er scheitert dann an Ulreich, der hier sehr gut parieren kann. Ja, und die Stuttgarter hatten dann eine gute Chance, eine Flanke von der rechten Seite und Luschek da am langen Pfosten kommt er zum Kopfball, aber setzt den Kopfball dann doch neben das Tor. Dann wieder ein direkter Freistoß von Didavi, der diesmal sehr gefährlich geschossen wurde, denn ja, der Ball ist ein Aufsetzer, aber Kruse reagierte wieder sehr gut. Ja, und dann gab es die Riesenchance dann für die Stuttgarter Sakai mit einem hohen Ball in den Strafraum und der Paderborner Brückner will zu Kruse den Ball mit dem Kopf zurückspielen, aber Kruse kommt da heraus, also ein Missverständnis und der Ball geht da an den Pfosten, also fast ein Eigentor für Paderborn und da in dieser Situation hatten sie dann doch Glück. Ja, und dann gab es dann noch eine Freistoßflanke von Didavi. Gentner kommt an den Kopfball, aber setzt ihn dann neben das Tor. Ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit gab es dann nicht ganz so viele Aktionen. Die Paderborner hatten dann eine gute Möglichkeit, eine Flanke von Stoppelkamp. Kutschke kommt dann noch vor Torhüter Ulreich an den Ball, aber schafft es nicht, zum Abschluss zu kommen. Und ja, die Paderborner haben teilweise zu umständlich gespielt. Da wäre in dieser Situation wäre auf alle Fälle mehr drinnen gewesen. Ja, und dann gab es da noch eine gute Möglichkeit für die Paderborner. Nach einem Freistoß von Vrančić in den Strafraum kommt Hünemeyer an den Kopfball, aber Ulreich kann da sehr gut parieren. Ja, und die letzte Chance hatten dann die Stuttgarter. Nach einer Flanke von Luschek von der linken Seite kommt der Werner zum Schuss, aber er setzt den Ball dann doch deutlich drüber. Ja, man muss sagen, das Spiel endet dann 0:0 unentschieden, war sicherlich nicht kein sehr gutes Spiel. In der ersten Halbzeit war es noch besser, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel und deswegen, ja, das Unentschieden geht, glaube ich, in Ordnung. Die Stuttgarter waren zwar aktiver, aber hatten auch jetzt nicht keine hochkarätigen Torchancen. Und ja, deswegen denke ich, das Unentschieden geht auf alle Fälle in Ordnung. Ja, kommen wir dann noch zum Samstagabendspiel um 18:30 Uhr. Und zwar hat da Wolfsburg gegen Köln gespielt und die Wolfsburger feiern einen 2:1 Heimsieg. Ja, die Kölner hatten eigentlich sogar die erste Chance. Uca setzt sich da sehr gut gegen Naldo durch, aber sein Schuss wird noch von Knoche abgefälscht zur Ecke und ja, deswegen keine Chance, aber schon nach 11 Minuten dann das überraschende 1:0 für die Kölner durch Marot, sein allererstes Saisontor.
Ja, und Halver mit einem schönen hohen Ball auf den aufgerückten Innenverteidiger Marot und er zieht dann ab in das linke untere Eck. Der Ball passt genau. Keine Chance für Benaglio, aber die Führung hielt nicht lange, denn schon nach 16 Minuten kam der Ausgleich durch Dost, er mit seinem zweiten Saisontor. Nach einer Flanke von Jung von der rechten Seite, er mit dem Kopfball und das Gegenspieler war Marot, der da nicht genug dicht genug dran war und somit der Ausgleich für die Wolfsburger. Ja, dann gab es dann nach einer Flanke von der rechten Seite wieder eine Chance für Dost, der wieder einen Kopfball kommt, aber Juan kann da parieren. Und dann hatten die Kölner noch eine gute Möglichkeit. Halver setzt sich dagegen zwei Wolfsburger durch, aber sein Schuss geht dann an die Oberkante der Latte. Ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit. Da hatte die erste Möglichkeit die Wolfsburger durch einen Weitschuss von Naldo, der noch flach knapp rechts am Tor vorbeigeht. Ja, dann gab es eine strittige Aktion im Strafraum der Kölner. Und zwar kommt der Caligiuri im Zweikampf mit Marot zu Fall. Man sieht in der Zeitlupe, dass Marot mit der Hand an der Schulter von Caligiuri war, aber man muss sagen, er fällt auch ziemlich leicht. Deswegen ja auch zu Recht kein Elfmeter. Ja, dann auch eine Riesenchance dann für die Wolfsburger, der Luis Gustavo mit einer scharfen, flachen Hereingabe von der linken Seite und ja, trifft er den Kölner Verteidiger Wimmer. Ja, von seinen Beinen geht dann der Ball an den Kopf von Torhüter Horn und ja, da hatten die Kölner Glück, hätte auch ein Tor für Wolfsburg sein können, aber dann in der 78. Minute sind dann die Wolfsburger dann tatsächlich in Führung gegangen durch Naldo, das 2 zu 1, sein fünftes Saisontor. Und das Tor ist entstanden durch eine Ecke von der rechten Seite durch De Bruyne und Naldo, einer der torgefährlichsten Verteidiger, kommt da wieder zum Kopfball, setzt ihn genau ins linke Eck und somit das 2 zu 1 für die Wolfsburger. Ja, dann gab es dann noch eine Aktion für die Kölner, ein langer Ball auf Uca in den Strafraum. Benaglio will da klären, trifft aber Uca mit den Fäusten, muss man sagen, eine unglückliche Aktion, aber ich denke, ja, das war auch kein Elfmeter. Und am Ende gewinnen die Wolfsburger das Spiel mit 2 zu 1. Die Kölner haben, denke ich, in der ersten Halbzeit sehr gut mitgehalten, aber dann in der zweiten Halbzeit, ja, haben dann die Wolfsburger vielleicht sogar dann verdient das 2 zu 1 gemacht und am Ende sich die 3 Punkte gesichert. Ja, kommen wir zu den Spielen am Sonntag um 15:30 Uhr und zwar hat er gespielt Hertha gegen Hoffenheim. Ja, die Hoffenheimer für einen ganz klaren 5 zu 0 Auswärtssieg bei den Berlinern. Ja, das 1-0 für die Hoffenheimer schon in der 23. Minute ein Eigentor von Brooks nach einer flachen Hereingabe von Volland von der linken Seite. Ja, befördert Verteidiger Brooks den Ball ins eigene Tor. Ja, muss auch sagen, Firmino hätte hinter Brooks gelauert, also er musste da zum Ball gehen, war sicherlich eine unglückliche Aktion. Ja, aber eigentlich, ja, von dem Zeitpunkt an lief gar nichts mehr für die Hertha. Es gab dann wenig später dann Elfmeter für Hoffenheim. Nach einem Foul von Brooks an Shiplock, also ja, wieder Brooks, der Unglücksrabe war da beteiligt, ja, und Saliovic tritt den Elfmeter an in der 26. Minute und trifft hoch zentral Kraft in der rechten Ecke und deswegen konnte er da nicht parieren und mit das 2 zu 0 für die Hoffenheimer und noch, ja, vor der Pause dann noch ein zweiter Elfmeter für die Hoffenheimer. Diesmal ein Foul von Schulz an Beck und auch diesmal tritt Saliovic an in der 39. Minute. Diesmal schießt er flach und scharf in die rechte Ecke. Kraft bleibt diesmal stehen, spekuliert, ja, dass Saliovic in die Mitte schießt und ja, Saliovic trifft zum 3 zu 0. Das war auch dann der Halbzeitstand. Ja, in der zweiten Halbzeit war dann auch nicht mehr viel mehr los. Die Berliner haben sich ergeben und Hoffenheim hat am Anfang, ja, nur mal das Nötigste getan, haben dann in der Schlussphase noch zwei Tore raufgelegt und zwar in der 74. Minute dann durch Shiplock nach einem Konter. Ja, Firmino mit einem schönen Pass auf Shiplock, der da vollkommen frei steht und er braucht nur mehr einzuschieben zum 4 zu 0. Und in der 84. Minute macht dann Rudi das 5 zu 0 perfekt nach einem schweren Fehler von Niemeyer, der den Ball am eigenen Strafraum verliert. Ja, Firmino kommt dann den Ball wieder mit der Vorarbeit, spielt er auf Rudi, der auch wieder vollkommen frei steht und braucht auch nur mehr einzuschieben zum 5 zu 0 Endstand. Ja, in dieser Höhe sicherlich ein überraschend hoher Auswärtssieg für die Hoffenheimer. Ja, dass sie generell gewonnen haben, sicherlich keine Überraschung. Von der Qualität her sind sie sicherlich über der Hertha zu stellen. Ja, aber dass sich die Berliner so ja, abschießen haben lassen, war doch überraschend. Und ja, für die Hertha wird es natürlich jetzt sehr, sehr eng. Ja, der Rückstand auf die Abstiegsplätze wird immer kleiner. Und ja, auch die Luft für Trainer Jos Luhukay, glaube ich, wird ziemlich dünner, wenn da nicht in der Rückrunde wieder ja, Erfolge eingefahren werden.
Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel und zwar am Sonntag um 17:30 Uhr und wir haben da gespielt Freiburg gegen Hannover und die beiden trennen sich 2:2 unentschieden. Ja, die Hannoveraner hatten die erste gute Möglichkeit nach einer Ecke von der rechten Seite, kommt Briand an den Kopfball und setzt ihn an den linken Pfosten. Ja, und dann wenig später auch wieder eine Riesenchance für die Hannoveraner, ein schöner Pass von Kiyotake auf Joselu und er schießt an den rechten Außenpfosten. Da hatten die Hannoveraner Pech und ja, eigentlich gegen den Spielverlauf sind dann die Freiburger kurz vor der Halbzeitpause in Führung gegangen durch Franz in der 45. Minute. Sein drittes Saisontor nach einer flachen Reingabe von Günther von der linken Seite steht Franz in der Mitte vollkommen frei und schiebt ein. Und ja, wie schon gesagt, ein bisschen eine glückliche Führung für die Freiburger, da die Hannoveraner wirklich zwei sehr gute Chancen hatten. Ja, in der zweiten Halbzeit sind dann die Freiburger auch stärker geworden. Auch sie hatten einen Pfostenschuss durch Klaus. Ja, der prallt dann zu einem Freiburger, aber dieser Nachschuss wird dann von Ziele gehalten. Ja, dann gab es einen sehr guten Weitschuss von Memedi, den Ziele gerade noch so über die Latte lenken kann. Ja, und in der 81. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung für Freiburg, das 2:0 durch Kempf. Sein zweites Saisontor nach einer Ecke von Schmid von der rechten Seite trifft Kempf, will da mit dem Kopf zum Ball gehen, trifft ihn aber nicht richtig, sondern nur mit der Schulter. Und der Ball geht aber trotzdem ins Tor und ja, Gegenspieler Sané sieht da nicht sehr gut aus. Und da hat es eigentlich schon ausgesehen, als ob die Freiburger hier drei wichtige Punkte einfahren können. Aber ja, sie haben wieder mal, wie schon so oft, in den letzten Minuten diese Punkte verschenkt. Denn ja, kurz nach dem 2:0 fällt schon der Anschlusstreffer für die Hannoveraner durch Bittencourt in der 83. Minute, sein allererstes Saisontor nach einem Fehler von Kempf, der vorhin das Tor geschossen hat. Ja, Stindl erkämpft sich da den Ball, spielt einen sehr guten Querpass auf Bittencourt, der da am langen Pfosten frei steht. Der braucht nur mehr einzuschieben und dann, ja, wie schon so oft für die Freiburger, sie haben schon einige Male in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert, so auch hier in der 93. Minute durch Joselu, sein siebtes Saisontor. Und auch da ein schwerer Fehler, diesmal von Torhüter Bürki, der eigentlich bis jetzt in der Saison sehr gut gehalten hat. Ja, möchte klären, spielt aber den Ball genau zu Joselu und Joselu braucht dann nur mehr ins Tor zu schießen. Ja, wirklich bitter für die Freiburger. Ich denke, von den Spielanteilen geht das Unentschieden sicher in Ordnung, aber wenn man ja 10 Minuten vor Schluss 2:0 führt, ja, sollte man auch die drei Punkte bei sich behalten. Ja, wie schon angesprochen, für die Freiburger nicht das erste Mal, dass sie hier ja in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren. Ja, sie könnten theoretisch schon wirklich ja, viel besser dastehen. So stehen sie halt eben jetzt auf dem letzten Tabellenrang. Wenn man ja in der Nachspielzeit solche Fehler macht, dann wird man dafür auch bitter bestraft. Ja, kommen wir jetzt zur Top 11 dieses 17. Spieltages. Im Tor habe ich Jaroslav Drobny vom HSV, der eine ja, sehr starke Leistung geboten hat beim 0:0 gegen Schalke. Die Hamburger mit einem wichtigen Punktgewinn und Drobny war verantwortlich dafür, dass hinten die Null gehalten werden konnte. Dann in der Abwehr habe ich Kempf von den Freiburgern, ja, mit einem wichtigen Tor ja, beim 2:2 gegen Hannover. Dazu Naldo von den Wolfsburgern, auch er wieder mit einer wunderschönen schönen Kopfballtor zeigt, dass er einer der torgefährlichsten Verteidiger in der Liga ist und auch sonst eine sehr gute Leistung geboten hat. Und neben ihm sein Teamkollege Robin Knoche, der auch eine sehr gute Leistung geboten hat beim Sieg gegen die Kölner. Ja, dann im Mittelfeld habe ich Højbjerg von den Bayern, der wirklich eine starke Leistung geboten hat beim 2:1 Auswärtssieg bei den Mainzern. Dazu dann von Hoffenheim Firmino, der auch eine sehr starke Leistung geboten hat beim 5:0 Auswärtssieg gegen die Hertha, hat zwei Tore aufgelegt. Dann natürlich doppelter Schütze Salihovic, auch von den Hoffenheimern mit zwei Elfmetertoren, war maßgeblich beteiligt an den drei Punkten gegen die Hertha. Und dann noch die beiden Bremer, Junusovic und Bartels, die auch eine sehr starke Leistung geboten hat beim 2:1 Heimsieg gegen die Dortmunder. Ja, allen voran natürlich Junusovic, auch wenn er diesmal kein Tor geschossen hat, wieder einer der stärksten, war in den letzten Spielen wirklich sehr stark und auch in diesem Spiel überragend. Auch Bartels hat, ja, unter anderem mit einem Tor dazu beigetragen. Ja, und im Sturm habe ich zum einen Bobadilla vom FC Augsburg, er mit einem wichtigen Siegestreffer gegen die Gladbacher und hat auch sonst eine sehr gute Leistung geboten, war immer wieder gefährlich, war immer in den Angriffen involviert.
Ja, und neben ihm auch von Werder Bremen, Davie Selke, auch er mit einer wirklich sehr guten Leistung beim Sieg gegen die Dortmunder und ja, allgemein wirklich eine sehr starke Leistung von den Bremern. Deswegen ja für mich auch zu Recht Davie Selke hier in der Top 11 der Runde. Und ja, der Trainer der Runde, keine Überraschung auch von Werder Bremen, Viktor Skripnik mit einem ja wichtigen Sieg jetzt gegen die Dortmunder haben, gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten hier 3 Punkte eingefahren und sind somit vorerst aus der Abstiegszone heraus und ja, war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Bremer. Ja, wie zum Abschluss immer ein Blick dann noch auf die Tabelle. Ja, nach der Hinrunde, die Hinrunde ist jetzt beendet nach 17 Spieltagen, sieht die Tabelle wie folgt aus und zwar ja, souverän Herbstmeister der FC Bayern München mit 45 Punkten voran, noch keine einzige Niederlage. Ja, ganze satte 11 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten vor dem VfL Wolfsburg, die mit 34 Punkten auch sehr gut dastehen und auf Champions League Kurs sind. Ich denke, die Wolfsburger hat man sicherlich in den internationalen Plätzen erwartet, aber dass jetzt der Bayernjäger Nummer 1 sind, ist, denke ich, doch auch eine Überraschung. Aber das zeigt dann doch, dass ja vor allem Klaus Allofs hier eine starke Leistung geboten hat, hat hier eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Ja, und die Wolfsburger müssen jetzt diesen zweiten Platz in der Rückrunde verteidigen. Ja, denn am dritten Platz stehen die Leverkusener mit 28 Punkten, die ja vor allem zu Beginn wirklich einen begeisternden Fußball gespielt haben, hatten dann in der Mitte der Saison eine kleine Schwächephase, sind ein bisschen zurückgefallen, aber trotzdem, ja, denke ich, sind sie auf alle Fälle mit dabei im Kampf um die Champions League Plätze und es wird sicherlich noch sehr, sehr spannend, denn dicht dahinter auf dem vierten Platz die Borussia aus Mönchengladbach mit 27 Punkten, auch die Gladbacher mit einer sehr guten Hinrunde, muss man sagen, haben wirklich gut gespielt. Ja, und dicht dahinter auf dem fünften Platz die Schalker. Auch sie mit 27 Punkten haben einen nicht so guten Start hingelegt, aber zuletzt unter dem neuen Trainer Roberto Di Matteo lief es auf alle Fälle besser. Und ja, auch sie sind an den Champions League Plätzen dran, was sicherlich das Ziel ist für die Schalker in dieser Saison. Ist absolut machbar. Sie müssen nur ein bisschen stabiler werden, ein bisschen konstanter. Und dann ist die Champions League auf alle Fälle drinnen. Ja, und dann an sechster Stelle, die vielleicht die Überraschung der Hinrunde, der FC Augsburg. Auch sie mit 27 Punkten, auch sie haben absolut ja, Chancen hier, die internationalen Plätze zu erreichen. Sie müssen jetzt nur diese Leistung in der Rückrunde bestätigen, was sicherlich nicht leicht wird, aber ich denke, sie haben zum Großteil wirklich sehr guten Fußball gezeigt und stehen auch zu Recht da oben und haben wirklich absolut nichts mit dem Abstieg zu tun. Und ja, großen Anteil hat sicherlich Trainer Markus Weinzierl, der hier einen wirklich sehr guten Job macht. Und ja, je besser die Augsburger sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Weinzierl irgendwann einmal zu einem großen Verein geht, beziehungsweise zu einem größeren Verein jetzt dann gehen wird. Ja. Dann auf den siebten Platz die Hoffenheimer. Auch die Hoffenheimer mit einer doch durchaus sehr guten Saison sind auf Schlagdistanz da auf den internationalen Plätzen. Trotzdem, ja, die Hoffenheimer haben durchaus einige Schwächen gezeigt. Ja, wenn sie in die internationalen Plätze wollen, müssen sie sich noch um ein bisschen steigern. Sie haben auf alle Fälle die Qualität dazu, aber es wird natürlich nicht leicht, denn die Mannschaften da vorne spielen auch sehr guten Fußball. Dann am achten Platz die Hannoveraner, relativ solide im Mittelfeld. Ja, eigentlich sind sie da, wo man sie auch ungefähr erwartet hat. Genauso wie an neunter Stelle die Frankfurter, auch sie mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Auch sie mit einer soliden Leistung, teilweise mit guten Spielen, aber dann auch wieder mit schlechteren Spielen auch dabei. Und so stehen sie ja genau in der Mitte der Tabelle. Ja, und dann auf den 10. Platz, muss man sagen, fängt da schon die Abstiegszone an. Einige Vereine sind da involviert, auch der SC Paderborn, die ja, ja sehr furios in die Saison gestartet sind, aber in den letzten Spielen haben sie dann doch ja einiges am Punkte lassen müssen und sind dadurch etwas abgefallen, haben jetzt nur 2 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Trotzdem denke ich, sind die Paderborner ja für viele der Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison, haben sich wirklich sehr gut präsentiert und wenn sie so weiterspielen, könnte es sicherlich reichen mit dem Klassenerhalt. Dann auf Platz 11 dicht dahinter der zweite Aufsteiger, der erste FC Köln. Auch die Kölner mit einer soliden Leistung als Aufsteiger haben zwar nicht so spektakulär gespielt wie die Paderborner, aber am Ende haben sie genauso viele Punkte geholt und auch für die Kölner wird es gegen den Abstieg gehen.
Ja, und wenn sie so weiterspielen wie bisher, ist es sicherlich machbar. Sie haben gezeigt, dass sie zumindest defensiv sehr gut stehen können und dass sie da sehr kompakt sind. Und das könnte am Ende dann reichen für den Klassenerhalt. Dann auf dem 12. Rang die Mainzer, auch die Mainzer mit einem sehr starken Saisonbeginn. Aber in den letzten Spielen ist man dann doch deutlich abgefallen und jetzt findet man sich wieder in der Abstiegszone wieder mit 18 Punkten, auch nur einen Punkt über den Relegationsplatz. Das hat schon mal besser ausgesehen. Dann auf Platz 13 die Hertha aus Berlin, auch sie mit 18 Punkten. Und ja, auch die Hertha spielt gegen den Abstieg. Das wird sicherlich nicht leicht. Und die Hertha muss wirklich aufpassen, dass sie dann nicht noch weiter nach unten rutscht. Dann auf Platz 14 der HSV mit 17 Punkten. Ja, auch der HSV sind zwar unter dem neuen Trainer Joe Zimbauer, haben sich etwas stabilisiert, sind auf alle Fälle etwas kampfstärker geworden. Trotzdem hat man insgesamt doch zu wenig Punkte geholt. In der Rückrunde wird es sicherlich auch nochmal eng. Das wird auf alle Fälle ein harter Kampf gegen den Abstieg. Genauso wie für den VfB Stuttgart auf Platz 15, auch sie mit 17 Punkten. Aber ich denke, unter dem neuen Trainer Huub Stevens, geht es auf alle Fälle ein bisschen aufwärts. Da ist auf alle Fälle ein Trend nach oben erkennbar. Trotzdem wird es auch für die Stuttgarter sehr, sehr schwer, hier in der Rückrunde da aus der Abstiegszone rauszukommen. Dann auf dem Relegationsplatz der SV Werder Bremen, auch sie mit 17 Punkten. Ja, auch bei den Bremen gilt das Gleiche wie für Stuttgart und HSV. Auch sie haben den Trainer gewechselt und auch unter dem neuen Trainer ging es auf alle Fälle ein bisschen besser. Ja, für die Bremer. Ja, ein großes Problem der Bremer ist natürlich die Abwehr. Sie haben mit den 39 Gegentoren die meisten Tore kassiert. Da müssen sie auf alle Fälle besser werden. Sie müssen die Abwehr stabilisieren. Und dann denke ich, ist der Klassenerhalt auf alle Fälle machbar. Ja, und auf den fixen Abstiegsplätzen, ja, auch die große Negativüberraschung dieser Saison Borussia Dortmund auf den 17. Platz mit nur 15 Punkten. Und das, obwohl sie ja in der Champions League im Achtelfinale stehen. Ja, das hätte man nicht gedacht. Ja, trotzdem, von der Qualität her müsste Dortmund eigentlich den Klassenerhalt schaffen, aber sie müssen sich auch klar sein, dass sie jetzt wieder nur durch den Kampf da unten rauskommen und wenn sie das nicht realisieren, könnte es dann ja ziemlich bitter werden für die Dortmunder. Sie müssen auf alle Fälle da wirklich den Schalter jetzt umlegen und in der Rückrunde dann ordentlich Punkte sammeln. Ja, dann können sie sicherlich den Klassenerhalt schaffen. Ja, und auf den 18. letzten Platz die Freiburger. Ja, wie schon angesprochen, die Freiburger natürlich bitter für die Freiburger, dass sie ziemlich oft in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert haben, könnten da schon punktemäßig etwas besser dastehen, haben da schon einige wichtige Punkte verloren und so kommt es, dass sie nur zwei Siege eingefahren sind und deswegen hier auf dem letzten Tabellenplatz sind. Es wird sicherlich nicht leicht für die Freiburger. Sie müssen jetzt unbedingt ja ein paar Dreier holen in der Rückrunde, um ja von den letzten Platz wegzukommen. Das ist sicherlich machbar, aber sie müssen natürlich ja, darauf hoffen, dass auch die vorderen Teams nicht viel mehr gewinnen. Dann können sie ja den letzten Tabellenplatz verlassen. Ja, das war jetzt mein Nachbericht zu diesem 17. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2014-2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was habt ihr von diesem Spieltag gehalten? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.